Liebe Freunde des Festspielhauses Baden-Baden, zu einem erneuten Intendantenvlog begrüße ich Sie sehr herzlich. Es macht mir immer viel Spaß, mit Ihnen über diesen Weg zumindest zu kommunizieren. Das Haus ist nach wie vor geschlossen, Coronavirus sei Dank, aber hinter der Bühne und auch überall sind schon die Vorbereitungen fürs neue Jahr auf Hochtouren am Laufen. Auch für das ARD-Silvesterkonzert haben wir uns das besonders überlegt. Wir wissen ja, wir können jetzt nicht live spielen, aber mit zwei besonderen Gästen, die wir eingeladen haben, werden wir Sie überraschen können. Und dazu jetzt einfach mehr hinter der Bühne. Dear friends, please learn to live today. It's a lesson of improvisation that we need to take. And you told me in this time we are just starting to plan for Baden-Baden. I hate these plans ahead, and I don't want to go so many years in ahead. I want to be flexible. I want to do things as an improvisation and so on. I want to do things I want to do now. We need to find to set a new mind in the musical, in the music culture. How beautiful it would be that everyone has his own concept. And to think in Baden-Baden, the special history of this small town, which is a really rich history. Many people, you know, that radicals or so progressive, they're laughing with me because I'm such a fan of Baden-Baden. I said, no, but it's very conservative. No. I love Baden-Baden. But it's very conservative. But sorry, Pierre Boulez was living here. What's your problem? Yeah. Ein wunderbares Festspielhaus und ich hatte mich auf einige Sachen gefreut. Ich bin hier schon mit Alice Cooper einmarschiert, um mal von der Hochkultur zu sprechen. Danke sehr. Okay, thank you Theodor, thank you Thomas Gottschalk.